Weißt du, was mich an dir schon seit Jahren stört? Bah, bah, Junge! Bah, ich hab da reingeschmuckt! Und ich hab's getrunken! Warte mal! Nein! 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 Ciao Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Und heute habe ich wieder mal einen ganz, ganz bestimmten Gast dabei. Wir schauen uns in letzter Zeit ganz viele Videos an. Und die Videos, die vor 5 Jahren rausgekommen sind, befinden sich natürlich auf meinem Kanal. Genau. Das Video, was wir uns heute anschauen werden, hat für eine Menge Kontroverse gesorgt, weil Leute mich auf meinen reduziert haben, den man in diesem Video übrigens ganz gut sehen kann hier. Lukas, du siehst das vielleicht, die Hose ist ziemlich eng. Willst du mich vielleicht mal vorstellen? Ich bin auch dabei, Leute, was mit geht? Mit dabei ist leider heute Wifi.de und wir schauen uns auf jeden Fall jetzt gemeinsam, Leute, dieser ganze Bereich hier beim Schritt ist verpixelt, nur für, genau perfekt. Wir schauen uns auf jeden Fall heute alte Videos von uns an und versuchen dabei nicht komplett auszucringen. Der Typ in der Mitte, keine Ahnung, wer das ist, der angeblich ist das Lukas Erzeuger. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Lukas ist ein Ergänzlerskind. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go. Junge, wie kann man so schnell reden wie du, Junge? Mann. Leute, was war das gerade für ein Triple Time? Irgendwie. Guck mal, damals hatte ich auch wirklich Spaß mit dir, Alter. Achtung, Ruhe. Jetzt Achtung. Geil, Alter. Ich sah aus wie der größte Spasti. Digga, du sahst wirklich damals komplett in Criminal Damage gekleidet aus wie ein richtiges Opferkind. Was nee, Digga, warte mal, das war kein Criminal Damage. Ich weiß noch, Apo Red hat den Pulli angehabt und ich fand den geil und hab den nachgekauft. Ja, und natürlich, jetzt denk ich, Alter. Digga, und ich sehe aus, wie der geschlagene Schwiegersohn von nebenan, der 15 Kilo wiegt, Junge. Zu dieser Chino-Hose. Digga. Herzlich willkommen zu einer etwas veränderten Kommentation von Serkan Flach. Mit dabei ist der Fanny von Lukas. Diese Hose ist viel zu eng. Guck mal bei mir. Siehst du das? Digga, das ist ja anders. Da habe ich ja wirklich gut. Siehst du das? Der muss dich gut quetschen, Alter. Das, reden wir nicht drüber. Man kann durch die Hose erkennen, was für ein Handy du hattest. Man kann sehen, ob ich gerade eine Reaktion habe. Ist keine, ist keine. Gut, Leute, in der Mitte ist der Weißvater, mit dem hat Lukas momentan keinen Kontakt mehr. Weil natürlich habe ich mit dem Kontakt. Dein Vater hat den Kontakt abgebrochen. Kennt ihr vielleicht auch? Was? Oh mein LOL. Gott, das hab ich ganz vergessen, dass der auch dabei war. Hast du gesehen, wie fett der damals war? Warte mal. Guck mal da. LOL, Digga. Alter, Doppelkind, sein Trippelvater, Junge. Was ist da los gewesen damals? Rotpilz. Hä? Lukas, was geht's? Krass, Digga, das hab ich gar nicht mehr. Komplett andere Menschen. Komplett anders. Boah, ich weiß es nicht. Ne? So scharf. Richtig widerlich. So scharf, Mann. Und da, Lukas, weißt du, was mich an dir schon seit Jahren stört? Immer wieder dieses und du hustest immer, du räusperst dich die ganze Zeit. Was ist mit dir? Du räusperst. Du hast eine Zwangsneurose, Junge. Soll ich da ruhig sitzen und nichts tun, oder was? Ja, besser wär's. Guck mal, du machst da schon wieder. Hör jetzt ganz genau hin, was du machst. Und der liebe... Ja, wenn ich meinen Hals irgendwas hab, dann mach ich das halt. Wir haben hier zur Not haben wir noch den Mülleimer, wir müssen Müll und Macs haben wir eben gegessen, seht ihr, läuft bei uns. Genau, wir haben eine Der-Kommt-Flach-Challenge gemacht. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch an das Format noch erinnert, Leute. 2 Sekunden. Oh, shit. Leute, sollen wir mal ein Buch über Der-Kommt... oder eine App über Der-Kommt... Das hatten wir halt wirklich wollen alles wir, vor. Wollen wir mal ein und Buch schreiben über der... Du bist so ein Spasti, Digga. Wollen wir ein Buch schreiben über Der-Kommt-Flach, Leute? Ich wollte ein richtig geiles Witzebuch machen. Ja, ja, weil du auch die lustigsten Witze... Eigentlich wäre es easy, Leute. Passt auf, wenn ihr wollt, dass wir jetzt einfach 300 Witze aus dem Internet kopieren und in ein Buch verpacken und damit 200% Marge rausgehen, lasst einen Daumen nach oben da. Perfekt. Stonks. Okay, wer lacht, muss also Ingwer essen. Das erste Mal, dass dein Vater seit Jahren was gegessen hat, ne? Ja, Mann. Jetzt kommt es. Boah, Ingwer, Junge. Seit diesem Tag kann ich Ingwer gar nicht mehr. Aline hat mir erzählt, dass du dir das manchmal in den Hintern rammst. Ja, Guck mal, da war die Chemie zwischen uns noch eine ganz andere. Weißt du, was ich meine? Ab einem gewissen Punkt. Ab dem gewissen Punkt konnte ich dich einfach nicht mehr leiden. Ich war einfach abgefuckt, als du schon den Channel betreten hast, Junge. Das ist so cringe, aber alte Videos, Digga, die sieht. Alter, das ist so unangenehm, wie wir damals so wirklich unironic Spaß miteinander hatten. Wie unangenehm. Junge, Alter, die Schnauze, Alter. Das ist Digga, was ist mit meiner Hose los? Ich verstehe, guck mal da, Junge. Was ist. Da sitzt genau die Facecam drüber. Da sitzt genau die Facecam drüber, Leute, gleich. Mann, jetzt muss ich dir die ganze Zeit da hingucken. Oh. Digga, dein Gesicht, du Giraffe, Alter. Du siehst wirklich aus, Digga, du siehst wirklich aus wie eine Giraffe, Alter. Ich weiß, Junge. Du bist einfach. Aber damals warst du noch nicht so fett. Nee. Aber ich hatte damals die stabile Körperhaltung von Quasimodo himself, Alter. Hallo. Es ist schon unangenehm, dich selber in meiner Vergangenheit zu betrachten. Das Ding ist, wir können jetzt in 5 Jahren, Lukas, ne? Ja. Können wir das Video hier nochmal aufnehmen und sagen, Digga, wie sahen wir damals aus? Inshallah habe ich bis dahin einen Vollbart, Junge. Hör auf mich zu verarschen. Nein. Oh, jetzt. Oh, mit doppelter Kamera. Guck mal hier. Mein Dad hält die Flasche einfach zu, Junge.
guck mal, Digga, als ob ich das so lustig fand, dass du stirbst. Digga, was war denn mit meinem geistigen Zentrum damals los? Ich hab doch nicht wirklich darüber gelacht, dass du leidest. Heute lache ich erst darüber, wenn du vom LKW angefahren wirst oder so. Weißt du, was ich meine? Hört ihr das, Leute? Digga. So eine Beziehung ist das hier. Stell dein Wasser ab! Weißt du, ich muss wirklich kotzen. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum ich nicht einfach in euren Flur gekotzt habe. Ich hätte es ja nicht wegmachen müssen. War doch eine einfache Zeit damals. Überleg mal, man konnte rausgehen, man durfte enge Hosen tragen. Junge, diese... Ich wechsle jetzt das Video, Leute. Ich kann das nicht anders. Wir müssen jetzt das Video wechseln. Wir gucken uns jetzt die Ekel-Challenge an, weil diese Hose macht mir Albtraum. Oh mein Gott. Das weiß ich noch. Digga, da hast du... Wer lacht, der kotzt. Das war so ekelhaft, dieses Video. Ich weiß es noch. So hart, Junge. Letztens ein Front von jemandem auf Twitter gelesen, der gesagt hat, als ich das Intro hatte, hatte ich noch guten Content. Lack, damals war mein Content noch geistig zurückgeblieben. Da wahrscheinlich bist du einfach nur älter geworden. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen. Junge, meine Haare, wo sind die hingegangen? Bis hier hinten, Junge. Was? Boah, du siehst damals aus wie ein Zehnjähriger, ne? Du siehst wirklich aus wie ein Zehnjähriger. Dieses Getränk hier wird gleich lecker. Was ist das? Ich weiß doch, da war alles drin. Ich will jetzt mal ganz kurz den Ideen- und Produktionsprozess dahinter. Genießt und dann erklären wir euch in der nächsten Cut direkt mal, was hier überhaupt abgeht, beziehungsweise was wir vorhaben. Also bis gleich. Unangenehm, diese Transitions, Alter, Digga. Schieß das mir war, in den Kopf. Digga, das waren die ungespielt Bude. Transitions. Junge, ja. Boah, krass. Ich dachte, wir jetzt ein bisschen was mixen werden. Wir haben so ein paar lachende Länder. Guck mal, siehst du das Whey-Protein von Paluten damals noch, Digga, damals, wo Palo noch pumpen war? Die Maschine, Alter. Und zusammengesucht, unter anderem, wie so eine gute 5 Minuten Terrine, ja? Dann nehmen wir mal ein bisschen was davon da rein, das reicht ja auch schon. Dann nehmen wir uns noch ein gutes Bier. Halt mal die Kamera, Lukas. Bah, das war wirklich eklig, ich erinnere mich daran. Ja, das war wirklich krank eklig, ne? Ja, denkst du mal Witze? Ich muss es trinken, Junge. Guck mal da, das Dorfkinder flexen wir mit einer anderen Flasche eine Flasche aufmacht. Ganz starke Nummer, Digga. Eine Flasche, die eine Flasche mit einer Flasche öffnet. Cool gemacht, Revi. Geil, Mann. So, dann tun wir da ein klein bisschen Bier drauf. Ja, aber dann wird nämlich ein richtig lecker Süßchen, meine Freunde. So, schaut mal. Allein das ist schon. Digga. Bisschen Bier schon. So, guck mal hier. So. Das eklig war halt die süße Bier. Komponente dabei, durch das Whey-Pulver, glaube ich. Rösszwiebel. Oh, Bruder, das ist schon weh. Alter. Premium-Whey-Protein muss natürlich auch da rein, ja. Das ist lecker, Protein von ihm verloten, ja. Ih, Alter. Vanille auch noch, Junge. What the fuck? Was war denn damals mit uns? Ja, Junge, das war eine Ekel-Challenge. Was willst du? Willst du da nur Nutella reinmachen? Das sieht ja jetzt schon aus wie Kotze, Alter. Ne, Digga, hätte ja auch gereicht, wenn man einen Spiegel vor dein Gesicht hätte. Ich weiß noch, dieser Geruch davon. Ich hab den jetzt noch in der Nase. Das hat doch gerochen wie Kotze, ne? Ja, auf Real Talk. Ist das Bolognese? Ah, Digga, ich war damals noch gar kein Vegetarier. I remember. Und dieser Insider, Manuel gefragt, weil er aus Italien kam. Ja, ja, richtig. Weil er uns ja im Stich gelassen hat. Natürlich, da noch. Richtig geil. Und das Ganze? Boah, Junge, Alter. Digga, okay. Gut, also, Idee dahinter ist, wer lacht, muss das quasi trinken, Leute. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein. Wieso habe ich das Video 9 Minuten 47 gemacht? Revi aus der Zug auf der Vergangenheit. Bist du auf den Kopf gefallen, Junge? Was ist mit dir, Alter? Ey, Leute, schreibt mal gerade in die Kommentare, wenn ihr an so einen richtigen Allmann denkt, jetzt seht ihr dieses Bild von Revi. Diese Digga. Beide. Ey, bei mir ging's. Bruder, was für ging, Alter? Ey, ich hatte ein Criminal Damage T-Shirt, ich war lit. Criminal Damage T-Shirt? Bruder, dieser Bär ist mehr Ausländer als wir, Alter. Also, wir sind ein bisschen Zeitspanne für dich. Oh, Mann. Ich würde sagen, genug gelabert, Freunde. Wir starten einfach mal durch. Wer sucht und er findet. Wer drauf steigt, der verschwindet. Hä? Das. Warum lachen wir da? Warum lachen? Das war da nicht fehlt witzig. Da fehlt dir die Pointe doch komplett. Digga, deine Seiten waren aber ganz anders auf Zivre. Meine Seiten waren noch bis ins Ohr reinwachsen. Guck mal, mein Ohr guckt so da. Was ist das für eine Frisur? Auf bis Was ins Ohr. Ist das für eine Frisur, Junge? Boah, Digga, wenn ich da. Ich kann sowas nicht angucken, ne? Ich kann das Bruder, nicht. Bruder, du kotzt ja wirklich, ne? Ja. Ich trinke und du kotzt. Ja, ich bin halt so. Ich guck auch jetzt nicht hin. Was ist denn mit dir damals? Du warst ja noch blöder als heute. Wenn ich sowas rieche, das ist auch jetzt noch so, dann ist vorbei bei mir. Guck mal, Digga, ich bin wie so zurückgebliebener. Siehst du das? Ich sehe aus wie zurückgebliebener, Alter. Guck mal. Jetzt guck mal, wie wenig Öl gecuttet wurde. War mir jetzt schon mal ein Cut? Nein. Nein. Bah, Junge. Boah, ich habe auch richtig viel getrunken. Bah, ich hab da reingeschmuckt. Und ich hab's getrunken! Warte mal. Warte, nochmal. Warte mal, hab ich aus demselben Glas getrunken? Ich glaube schon, ja. Bitte komm zu meiner Seite. Nein! Ja! Boah! Du bist so ein... Was für ein Win! Ich hab nicht gesehen, dass du da reingespuckt hast!
Digga, ich glaube sogar, ich habe sogar einen Zahn darin verloren oder sowas oder irgendwas. Oh. Hast du mit der einen? Digga. Alter, du bist ja so ein 31er. Schon damals hab's genommen, Alter. Ich hab jetzt schon Tränen in den Augen. Könnt ihr schon, dass ihr aussieht? Guck mal. Boah, Junge. Und mit meiner Spucke auch noch, Digga. Danach erstmal Zähne putzen, Lukas. Ich muss jetzt würgen, Digga. Wie geil, Alter! Das geht nicht! Lukas, hier wird nirgends dran gerochen! Das geht aber nicht! By the way, schöner Ich kriege diesen Pickel bis heute. Alle halbes Jahr kriege ich diesen Pickel. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wieso. Ich bin wunderschön und der liebe Gott entstellt mich immer wieder damit. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Real-Life. Mit dem, wenn ich du wäre, das kriegst du zurück. Boah, als ob du wirklich gekotzt hast! Bist du ein Opfer? Tolle Worte zum Abschluss, meine Freunde. Lukas hat meine Rotze getrunken und danach gekotzt. Perfektes Video, ganz tolles Niveau-Ding. An der Stelle bin ich raus. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ich mir alte Videos einfach anschauen soll von mir, damit ich nie wieder neuen Content erschaffen muss. Perfekt. Grüße geht raus an alle, die zu Hause bleiben. Bleibt weiterhin zu Hause. Und ich bin an der Stelle raus. Auf Wiedersehen. Schaut nicht bei vorbei. Perfekt. Auf Wiedersehen. Tschüss.